Ja, ich wünschte mir, dass das ganze Morbus-Trauncolitis-Thema noch mehr enttabuisiert wird. Weil es ist halt schon etwas Spezielles, wenn man über die Verdauung schwätzen muss oder wird. Und in der Gesellschaft ist das halt schon immer noch ein Tabuthema. Und je mehr Öffentlichkeitsarbeit und je mehr, dass das bekannt ist, umso offener kann man auch umgehen. Man kann darüber reden, man ist auch bei den Arbeitgebern mehr akzeptiert und wird nicht als krank abgestempelt. Ein grosses Ziel wäre, dass es nicht mehr ein Stigma ist, über seinen Darm und seine Darmerkrankung zu schwätzen, sondern dass es akzeptiert ist und dass man das auch nach außen tragen kann und nicht als jemand minderwertig angeschaut wird, weil man krank ist. Ich denke, es ist ein Problem. Ich denke, es ist ein Problem, dass man sich nicht getraut, um darüber zu schwätzen. Es ist einem ein bisschen peinlich, es ist ein Tabuthema. Und es wäre schön, wenn wir das so brechen könnten, auch mit unseren Informationen, die wir von Kronkolitis Schweiz natürlich verabreichen. In der Schweiz ist es sowieso ein bisschen so, alles, was unterhalb der Gürtellinie ist, das sind Tabuthema. Das erste halbe Jahr, als ich gar keine Ahnung hatte, was das ist, habe ich es ein bisschen verdrängt. Und nachher ist es so schlimm geworden, dass ich es nicht mehr verdrängen konnte. Es geht auch im Büchli um das. Das Mädchen lernt akzeptieren, dass die Krankheit zu ihrem Leben gehört. Und dass sie aber einfach nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr wird weggehen wird. Und das ist der Schlüssel, dass man es irgendwie lernt, zu akzeptieren und zu integrieren und das Beste daraus zu machen. Also ich bin sehr offen, ich erzähle es gerade raus, ja. Ich erzähle es einfach gerade. Ja, also es gibt Leute, die das verstehen und gut akzeptieren können, auch wenn ich halt nicht raus kann am Abend oder wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mal tagelang schlecht bin. Und es gibt andere, die wenden sich eher ab und sind nur mit mir zusammen, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Also ich habe ziemlich viel erlebt, Schlechtes auch. Also schiebt schon wieder eine Krise und solches Zeug. Es ist nicht immer ganz einfach, aber ich halte mich eigentlich an denen, die mich verstehen. Ich glaube einfach, dass man ganz, ganz natürlich mit dem umgeht. Ganz normal, vielleicht auch fragt, wenn man unsicher ist. Ich denke, das ist wichtig. Nicht irgendwie die Leute mit Samthandschuhen anfassen oder irgendwie das Gefühl haben, ui, ist jetzt das, muss ich jetzt aufpassen oder muss man halt schauen. Ich glaube einfach ganz normal, weil das ist, glaube ich, das, was ich raten würde. Ja. Yeah.